In Gottes Namen, Amen. Wann von dem Fall des ersten Menschen durch lange der Jahren und Veränderung des Sitz die Sinnlichkeit der Vernunft hinschlägt, deshalb dann Not ist zur Unterrichtung und ewiger Gedächtnis, den künftigen dir Ding und Sachen so dann unzerstörlich ewig blieben sollen, der Gezügnus schriftlicher Wahrheit zu befelchende, darum so künden wir, der Bürgermeister, die Schultheißen, Ammann, Rät, Bürger, Landlüt und ganz Gemeinden von Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Ob- und Nittem-Kernwald, Zug mit dem Ussernamt, so dazu gehört, Glarus, Basel, Fribourg, Solothurn und Schaffhausen an einem und wir, der Landmann, Rät, Landlüt und ganz Gemeind des Lands zu Appenzell am anderen Teil allen und jeglichen Menschen, so diesen gegenwärtigen Brief künftigen Zeiten jemer ansächend, lesend oder hörend lesen, dass wir mit guten Herzen söllich Freundschaft, Vereinung und Bündnis, Treu und Liebe darin unsern fordern und wir von alter her mit einanderen gewesen sind und wie wir unser Hilf und Beistand liebs und guts in allen unseren Nöten zusammengesetzt, so uns bisher wohl erschossen hat. Betrachtet dasselbig zu beharren, auch zu Trost unseren Landen und Lüten wir dann solche Freundschaft und Liebe zu mehren, dieser ewigen getrüben Freundschaft und Bündnis miteinanderen ingegangen sind und dir also gegeneinander gesetzt, gemacht, an- und aufgenommen haben für uns und all unser ewig Nachkommen in Meinung, wie denn das von Wort zu Wort hiernach geschrieben steht. Dem ist also des Ersten, dass wir beid Teil einandern getrülich beholfen und beraten sehen sollen, mit unserem Lieb und Gut und wieder mänglich, so uns an Landen, an Lüten, an Lieb, an Gut, an Ehren, an Freiheiten und an unserem löblichen alten Herkommen fürhin unterstan wurden, zu bekränken, Krieg oder Schaden zuzufügen, ohne all Hindernis und Gefährt, also und mit solchen Rechten gedingen. Ob wir, die obgenannten Eidgenossen, gemeinlich oder ein Ort unter uns, sonderlich für was hin mit jemand zur Krieg kämen, und wir, die vorgenannten unser getrüben Leben Eidgenossen von Appenzell, durch unser Botten oder versiegelt Brief um Hilf mahnen wurden, als dick das beschicht, sollen sie uns angehens und förderlich mit ihrem Panner und Fähnlinen, wie wir das je begehrend, ihr Hilf und die ihren schicken und das tun mit guten Trüben in ihrem eigenen Kosten und was und wie viel sie uns je zur Zitten schickend, des sollen und wollen wir uns von ihnen gütlich benügen lassen. Desgleichen, ob wir, die vorgenannten von Appenzell, für Bassin auch mit jemands zur Krieg kämen, und wir als Vorstaat, die vorgenannten unser getrüben lieben Eidgenossen von Städten und Landen um Hilf uns zu tun, durch unser Botten oder versiegelt Briefe mahnen wurden, dass sie uns alsdann auch förderlich mit den Ehren zur Hilf kommen sollen, auf ihren eigenen Kosten und so dick das zur Schulden kommt und was und wie viel uns dieselben, unser getrüben lieben Eidgenossen, je zur Zitten schicken,
des sollen und wollen wir uns von ihnen auch gütlich benügen lassen und uns aller Trüb, Ehren und Guts zu ihnen versächen, und doch sohnt sie uns die Hilf zu tun, nicht wieder schuldig sein, dann ändert unsern Landmarchen. Sie tügen es dann gern. Begeb sich auch deinest, als dich das beschäch, das wird zu beider Sitt gemeinlich oder sonderlich von jemand, wer die wären, angegriffen oder unterstanden wurden an Landen, an Lüten, an Lieb, an Gut, an Freiheiten oder an unserem alten Herkommen zu bekriegen, zu beschädigen oder zu bekränken, dazu dann uns zu beider Sitt oder ein Teil gleicher Hilf notdürftig wäre, darin sollen wir uns zu beider Sitt als getreu Freund und Eidgenossen uns förderlich mit unserer Hilf gegeneinander bewiesen und halten, nachdem je die Sache ein Gestalt hat und wir zu beider Sitt und unser altfordern seliger Gedächtnis, dass je Welten bisher mit guten Trüben gegeneinander gebrucht und getan haben. Und ob wir, ob genannten Eidgenossen, gemeinlich oder sonderlich, die genannten unser getrüben lieben Eidgenossen von Appenzell in unseren Kriegen oder in Reisen wie vorstaat, deinest um ihr Hilf mahnen wurden und sie uns die schicken oder sie sonst ungemahnt mit ihr Hilf zu uns kämen, desgleich und ob sie uns in Kriegen oder Reisen um unser Hilf mahnend oder ob wir ihnen die ungemahnt schicken, was dann in solchen Kriegen oder Reisen, darin wir dann so beider Sitt mit unseren Pannern oder Fähnlinnen beieinander sind, an Landen, an Lüten, Städten oder Schlossen, Zinsen, Renten, Zöllen oder anderen Herrlichkeiten mit der Hilf Gottes durch sie oder uns je ingenommen und erobert werden, oder ob soll ich's über kurz oder lang durch sie und uns wieder zu lösen geben würde, daran sollen sie als ein ander Ort unserer Eidgenossenschaft unter uns nach Anzahl ihren teilnehmen und ihnen die gelangen, wie wir Eidgenossen das bisher gegeneinander freundlich gebrucht haben. Ob sich aber in solchen ihren oder unsern Kriegen oder Reisen deinest Vogte, dass sie und wir Ursach halb derselben Kriegen und zur Widerstand unserm Finden im Feld nicht beieinander sehen möchten und sie oder wir, die unsern an anderen Orten des Kriegs wieder unsern Find haben und wehren müssten, was dann da an Landen, an Lüten, Herrschaften und dem so vorstaat, mit Gottes Hilf durch sie oder uns allenthalben erobert und ingenommen wird, das alles soll gütlich als Obstaat unter sie und unter uns Eidgenossen geteilt werden. Wie auch wir, ob genannten Eidgenossen, für was hin zur Hilfe in unseren Kriegen, die vorgenannten, unser getrüben, lieben Eidgenossen von Appenzell, mit ihrem Panner oder Fähnlinnen zu uns zu ziehen mahnend, dem sollen sie getrüblich nachgehen und also zu uns kommen. Und ob sich in künftigen Zeiten deines begäb, dass Gott ewiglich wende, dass wir die obgenannten Eidgenossen von Städt und Landen unserer Eidgenossenschaft gemeinlich oder einig Ort unter uns insonders mit den vorgenannten unseren Eidgenossen von Appenzell oder dieselben unser Eidgenossen von Appenzell mit uns Eidgenossen von Städt und Landen gemeinlich oder sonderlich einigerlei Stöß und Misshell gewonnen, darum soll zwischen uns
keinerlei Aufruhr fürgenommen werden, sondern sollen wir dero zur Beiderseit zu Tagen kommen, sobald der Klagenteil mit Botten oder Briefen darum mahnet, gen Baden in Ergo, und dass selbst jedweder Teil zween Erbermann zu den Dingen setzen, die bei ihren Eiden, so sie darum zu Gott und den Heiligen schwören, auf Verhörung beider Partien, die Stöß und Sach zur Min oder Recht fürderlich ausrichten sollen, und wie soll ich's die vier oder der Mehrteil unter ihnen je ausrichten und erkennen, dabei soll es belieben, und ob sich die gleicht halten, so sollen sie bei denselben ihren Eiden, inwendig unserer Eidgenossenschaft, einen gemeinen Mann, der sie in der Sach gemein und fromm bedunkt, angehends zu ihnen erkäsen und nehmen. Der selbst soll auch alsdann durch sein Herren und Obern dazu gewiesen werden, sich mit den Vieren der Sach anzunehmen und sich mit seinem Eid verbinden, soll ich Sachen mit den Vieren, wie ob staat, fürderlich auszurichten. Wurde ihm aber Bedanks- oder Rathabens Not, all er der Partien klägten Reden, Widerreden und Fürtrags und des schriftlichen Vergriffs begehrte, soll ihm zugelassen sein zu geben, doch dass er das als Vorstaat fürderlich ausrichte und wes sich je erkennt werde, dass es auch ohn Hinterhalten und Inträg dabei bliebe. Und den gemeinen Mann sond auch beid Partien in gemeinen Kosten halten und haben. Wir haben auch in dieser ewigen Bündnis eigentlich berät und beschlossen, dass für was hin jedweder Teil und die Sinen, dem andern Teil und den Sinen, gütlich und freundlich zugern lassen soll, feilen Kauf, ohn wieder Beschwerung einigerlei Zöllen, mit guten Trüben, ohn Gefährt, wie von alter herkommen ist. Wir, die Obgenannten von Appenzell, wollen uns auch fürbass hin mit keinerlei Gelübden noch Eiden zu niemand wieder verbinden noch verpflichten, als auch keinen Krieg für uns selbst anfachen, dann mit der Obgenannten, unser getrüben lieben Eidgenossen gemeinlich oder dem Mehrenteil unter ihnen Rat, Wissen und Willen, doch vorbehalten, dass wir von Appenzell Landglüt mögen annehmen, die bei uns in unserem Land sesshaft ziehen, aber in allweg dieser ewigen Vereinung ohn Schaden. Und ob wir jetzt genannten von Appenzell, wie Vorstaat, mit jemands Fürbass hin zur Krieg kämen und uns darin Bestand, Fried oder söllig Richtungen begegneten, da die Obgenannten, unser getrüben lieben Eidgenossen von Städten und Landen, gemeinlich oder unter ihnen den mehren Teil bedürfte, dass uns söllicher Bestand, Fried oder Richtungen nützlich und ehrlich wären, dieselben aufzunehmen, darinnen sollen und wollen wir ihnen gütlich und freundlich willigen. War es auch durch einig Unfall dazu käme, dass unter und zwischen uns der Eidgenossenschaft, es wäre eins oder mehr Orten, gegen und wider einander krieglich Aufruhr wurden erwachsen, dass Gott ewiglich will verhüten, so mögen unser lieben Eidgenossen von Appenzell durch ihr Botschaft sich darin arbeiten, söllig Aufruhr, Zweiung und Spenn hinzulegen. Und ob aber das je nicht sehen möcht, so sollen sie doch sonst keinem Teil hilflich wieder den andern Teil anhangen, sondern stillsitzen, doch ihr freundlichen Mittlung, wie obstaat, ob dir erschießen möcht, unverziegen. Wir, die obgenannten Eidgenossen von Städt und Landen
unser Eidgenossenschaft gemeinlich, und wir, die Vorgenannten von Appenzell, haben auch in Sonderheit uns zu beiden Teilen jegliche Stadt und jegliches Land unter uns in dieser ewigen Bündnis Luther vorbehalten und behalten uns selbst vor, vorab den heiligen Stuhl zu Rom, das heilig römisch Reich von des Reichs wegen, dazu all und jeglich unser Gericht, Städtrecht, Landrecht, Gesetz, Freiheiten, Gut, Gewohnheiten und Altherkommen, wie wir solligs von alter her bracht haben, dass wir zu allen Teilen für was hin unbekränkt dabei blieben sollen. Dazu behalten wir, Obgenannten von Zürich und Luzern, uns auch vor, das Burgrecht, so wir mit dem Gotteshaus St. Gallen haben. Desgleich behalten wir von Schwyz und Glarus uns vor das Landrecht, so wir auch mit dem Gotteshaus St. Gallen hand. In allen Stücken und Artikeln, Lut und Inhalt der Briefen hievor darüber gemacht. Und in diesen Dingen allen haben wir zu beider Sitt ausgescheiden und unter uns eigentlich beschlossen, ob wir zur beider Sitt über kurz oder lang zur Nutz und Gut uns allen einhellig und gemeinlich zu Rat wurden, in dieser Bündnis etwas zu mehren, zu mindern oder zu ändern, dass wir solliges wohl tun mögen nach unserem Gefallen. Und hiermit, dass bis ewig Einung und Bündnis zu beider Sitt für uns und all unser ewig Nachkommen für was hin zur ewigen Sitten bei unseren Ehren und guten Trüben unversehrt steht und fest bleibe, auch getrüblich also gehalten werde, ist angesehen, so dick wir für was hin in unserer Eidgenossenschaft ander unser geschworen Bünd bei Eiden ernüvert, dass dann allwegen dieser Bund vor den Gemeinden erlesen und die Obgenannten, unser Eidgenossen von Appenzell, den schwören und wir übrigen Ort den begeschworenen Eiden zu halten gebieten sollen. Und am letzten so behalten wir uns zur beider Sitt Luther vor all und jeglich unser Bünd, Vereinungen und Verständnissen, so wir vor Datum dies Briefs mit jemands ingegangen sind und gemacht haben, dass dir vorgangen sollen. Und des zu wahren und festem Urkund, so haben wir die obgenannten Bürgermeister, Schultheißen, Ammann, Rät, Bürger, Landlüt und ganz Gemeinden von Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Ob- und Nittenwald, Zug mit dem äußern Amt, so dazugehört, Glarus, Basel, Fribourg, Solothurn, Schaffhausen und Appenzell, unser Städt und Länder in Siegele öffentlich an dies Brief hängen lassen. Uns und unser ewig Nachkommen des alles und jedlichs so obstaat zu binden und zur Besagende, beschechen und gegeben in der Stadt Zürich auf Samstag nach St. Luzientag nach Christ Geburt 1500 und im 13. Jahr.